weiter geht's mit Let's Play Final Fantasy 9. Ja, ich hab voll Bock noch und ich werde noch ein Part aufnehmen. Dann war's das für heute. Ach, herrlich. Bäh, du lebst also noch. Schwarzer Trenor 1. Hättest du das auch friedlich schlafen gelegt, hättest du es jetzt schon hinter dir. Bist du etwa für dieses Schneegestöber verantwortlich? Huhu, du bist gar nicht mal so dumm, wie du aussiehst. Okay, jetzt wird's knifflig. Wir müssen hier sehr viel klauen. Beziehungsweise, ich will nur einen Gegenstand hier gerne raus haben. Ich bin gerade unsicher, wer den Gegenstand hat. Zillion, Herrscher über das Eis. Zeigt es mir. Ja. Vernichte ihn, Zillion. Schwinge. Machen wir mal Auge auf Zillion. So, einen von beiden muss ich berauben. Auf jeden Fall. Ja, Zillion, Mithrildolch. Okay, ein Leckeis, auf jeden Fall. Geht doch nicht. Ah, wir gehen jetzt in unseren Trance-Modus. Ich will auf jeden Fall die Waffe haben. Auf jeden Fall. Äther geklaut, okay. Er macht Feuer. Ja, mach mal. So, wir machen Energiestoß auf ihn. Zillion, den Rest überlasse ich dir. Ja, Schwinge können wir ab. Wir versuchen jetzt zu klauen auf jeden Fall. Wir können auch Schaden zufügen, aber das wäre nicht so praktisch. So. Eine Schwinge. Können wir ab. Oh Gott. Wir müssen hier ganz viel Glück haben. Eine Potion müssen wir uns jetzt reinballern. Je weiter wir ihn auch angreifen, desto mehr Attacken macht er. Also er hat gerade noch diese Kugel, die ist blau, die kann zu gelb und rot verfärben. Und je höher die Kugel ist, also die Farbe, ne? Also je mehr Schaden wir machen, desto mehr ändert sich die Farbe. Wenn sich die Farbe ändert, desto mehr Attacken macht er. Deswegen habe ich nicht diesen Gezeitenflamme gemacht, weil das trifft alle Gegner. Das würde dann ihn in einen Zustand bringen, wo er ganz gemeine Attacken macht, die mir ganz viel Schaden machen. Ah, Mann, ey. Klappt doch, ey. Das muss doch klappen hier. Ja, mach mal. Ach Mann, komm doch. Was stellst du dich so hier an? Du Drecksteil. Ja, das Item ist schon sehr happig zu bekommen. Also das tut mir jetzt hier leid. Oh Gott. Ich will es aber haben.
Weil den Methril-Dolch bekommen wir erst. Ja, schon gewaltig später. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, in der übernächsten Stadt bekommen wir den auch nicht. Zwar stärkere Waffen, aber nicht den Methril-Dolch. Nee. So, dann machen wir noch. Ja, eine Potion. Müsste Whisky sein. Unsere Anzeige füllt sich auch langsam wieder auf. Bis dahin sollten wir es auch gepackt haben. Das zu klauen, hoffe ich mal. Manchmal haben wir Glück und klauen sofort, ne? Und ich hab sehr viel Pech. Gerade und klaus wohl niemals. Oh. Es gibt hier noch Abilities, wo wir halt noch diese wertvollen Sachen besser klauen und generell besser klauen. Aber im Moment ist es so, nee. Oh Gott, das ist anstrengend. Ah, wieder Eis. Na komm. Ah, Mann. Der will einfach nicht. Naja, in der Zeit kann ich ein bisschen mal rumblabbern. Ich finde das Game gerade sehr erholsam für mich. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Es ging mir heute am Tag nicht mehr so gut. Methril, du hast geklaut. Super. Können wir uns heilen. Erstmal ordentlich. Und dann können wir ihn angreifen, den Cilion. Gut, schön ausgewissen. So, jetzt haben wir den Methril-Dolch. Das müsste alles kein Problem sein. Naja, machen wir was. Na, leider nicht. In manchen Fall kann man im Kampf noch das umrüsten, aber in diesen leider nicht. Na, machen wir Eis. Jetzt greife ich weiter an. Na, sie wird gelb. Jetzt wird's gefährlicher. Eis rar. Oh ja. Jetzt dreht er auf. Und Eis. Wow. Wie schnell. Wow. Zwei Attacken hintereinander. Wir müssen nochmal jetzt Potion benutzen. Auf jeden Fall. Das Eisrad kam sehr heftig rein. Lieber ein bisschen Safety First machen, anstatt jetzt zu verlieren und dann wieder das mit den Klauen alles machen. Klar, ohne das Klauen wäre der Bossfight schon längst vorbei, weil da hätten wir ganz am Anfang halt Gezeitenflamme gemacht und er wäre auch instant down gewesen. Ja, machen wir die Schwinge. Na, können wir es noch einmal angreifen vor ihm? Jo. Kritisch und down. Perfekt. Auch das war gut. In diesen roten Bereich kam erst gar nichts, weil wir ihn kritisch getroffen haben. Ich glaube, hätte er eine Attacke gemacht, Tsunami, die hätte uns über 100 abgezogen. AP bekommen, High Potion, Phoenix Feder, ein bisschen Gil. Was will man mehr? Was will man mehr? Den ersten hat dieser Strolz besiegt, zack ist. Aber die anderen beiden stoppen sich die Prinzessin ganz sicher, zack ist. Ist da wer? Wie auch immer. Ich hoffe mal, die anderen sind schon erfroren. Hm.
Sidane. Na klasse. Bis auf ein paar Frostballen hier und da seht ihr ja alle schon wieder ganz munter aus. Hey, du. Was ist hier eigentlich vorgefallen? Pff, eigentlich nichts Besonderes. Du verheimlichst doch irgendwas, Kerl. Ich sagte doch, es war nichts Besonderes. Kerl, mich beschleicht das Gefühl, dass du vielleicht während die Prinzessin bewusstlos... Alter, nun mach mal halblang. Ich weiß ja nicht, was in deinem kranken Kopf so alles vorgeht, aber... Steiner, das reißt. Er sagte doch, es sei nichts gewesen. Wollt ihr Sidane etwa beleidigen? Aber ich habe verstanden, Prinzessin. Gut, auf jeden Fall freut es mich, dass alle wohlauf sind. Ich denke, wir sollten weitergehen. Sidane, was habt ihr? Hm? Ach, schon in Ordnung. So, und jetzt können wir den Mithrildeus ausrüsten. Wuhu! Oh, schöner Angriff und wir haben es Asin Lupin. Wie es man ausspricht. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aber das ist eine ganz schöne Ability. Nämlich erhöht die Wahrscheinlichkeit beim Klauen. Endlich, ja, das ist wunderschön für mich. Da kommen mir ein paar Freudentränen. Muss ganz ehrlich sein, ja. Das freut mich sehr. Wie viele Puddings sind das? So, mal sehen, wie viel Schaden jetzt ich hier mache. Ah, oh, dieser Lag, ey. Nur bei seinen Eis irgendwie. Boah. Ich glaube, das ist sehr guter Schaden. Oh ja. Oh ja. Okay, jetzt können wir auch hier mal Gezeitenflamme sehen. Und die Attacke wird, glaube ich, sehr krass da reinhauen. Ich bin gespannt. Vivi macht schon 588 mit seinem Feuer auf die. Und endlich Gezeitenflamme. Oh! Auf alle Gegner so viel? Das kann doch sehen lassen. Boah, schöne Erfahrung auf jeden Fall. Ja, das gefällt mir auf jeden Fall. Wie ich sagte, auf jeden Fall. So. Hier ist nichts, oder? Nö, da ist nichts. Geh nach oben. Ich denke mal, wir werden noch ein, zwei Kämpfe bekommen, wollte ich sagen. Ja, wir bekommen die noch. Okay, die Gegner sind schwach. Ah, blödes Eis. Na, da muss gleich noch was ändern, ey. Aber bis jetzt läuft es noch einigermaßen gut. Rostmesser. Okay. Na, Steiner, du musst auch nicht mehr so viel Schaden. Ganz schön schwach geworden hier. Okay, Vivi hat keine MP mehr. Na, wird happig. Aber dafür machen wir umso mehr Schaden. Oh mein Gott. Der Mithrildeus ist wirklich super. Also wir werden, glaube ich, in der nächsten Stunde würden wir den nicht bekommen. Also es würde noch dauern, bis wir den bekommen. Hier rüberspringen. Und noch ein Gegner. Ja, sagtest du 1, 2. Das passt so eigentlich.
Machen wir wieder 4 Puddings. Ah, aber wir haben Angriffsvorteil. Ah, verdammt. Wir haben einfach ABW. Steiner, du kannst keinen Schaden gerade machen, ne? Macht das ein Eis? Nee, Rammer, okay. Naja, greifst du an, halt. Stimmt, Stein hat ja auch sein schwaches Schwert. Genau deswegen macht er so wenig Schaden. Habe ich schon gewundert. Er ist aber noch platt mit seiner Anfangswaffe ausgerüstet. Die wir aber auch eigentlich noch hätten, wenn wir nichts geklaut hätten. So ist es nicht. Also die hätten wir eigentlich noch, wenn wir nichts geklaut hätten von den Gegnern. Oder von Blank das abgezogen hätten. Oder? Guck mal nach. Haben wir nur einmal. So, er lernt jetzt die beiden Sachen. So. Sind wir endlich raus aus dem Puff? Oh, Gott sei Dank. Endlich befinden wir uns oberhalb des Nebels. Es geht doch nichts über einen klaren blauen Himmel. Sieh mal, da unten ist ein Dorf. Ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Dorf schon mal gesehen zu haben. Ihr seid wohl schon viel herumgekommen in eurem Leben, nicht wahr? Die Welt, die ich kenne, befindet sich fast ausschließlich nur in Büchern. Vielleicht seid ihr ja schon mal in diesem Dorf gewesen. Wir sollten auf jeden Fall hingehen. Hey, 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 nicht so schnell. Du bist eine Prinzessin, schon vergessen? Du weißt ja wohl, was das bedeutet, oder? Hier wimmelt es vielleicht schon von Leuten, die dich suchen. Wenn also jemand merkt, dass du die Prinzessin bist, dann gute Nacht. Was redest du da, Kerl? Irgendwelche Heimstuerei ist absolut unter der Würde der Prinzessin. Außerdem sind wir ohnehin schon halb auf dem Weg zurück ins Schloss. Was spielt es dann schon für eine Rolle? Und was bildest du, der hergelaufene Bandit, die eigentlich ein, die Prinzessin zu duzen? Für das heißt das ihre königliche Hoheit. Spar mir das Gesülze, Alter. Ich kann duzen, wen ich will, klar? Und wenn wir schon dabei sind, für wen hältst du das eigentlich? Machst hier immer einen auf feiner Ritter? Bitte hört auf, es zu streiten. Hört sofort auf, es zu streiten. Und übrigens, Steiner, ich habe nicht vor, ins Schloss zurückzukehren. Aber eines ist jedenfalls sicher. Ich sollte diese Reise tatsächlich nicht als Garnett durchführen. Sagt mal, Zidane, wie nennt sich das hier eigentlich? Das Teil da? Naja, das ist ein Dolz. Aber nicht irgendeiner. Ein sogenannter Lilien-Dolz. Extra scharf und schön verziert. Weißt du, kurze Klingenwaffen, so wie diese, nennt man Dolze. Etwas längere wären dann Kurzschwerter. Die ganz großen, für die man beide Hände braucht, Zweihänder. Und dann wären da noch... Danke, ich glaube, das genügt. Ein Liliendolz, habt ihr gesagt? Prinzessin, der Dolz mag zwar klein sein, aber er ist trotzdem eine gefährliche Waffe. Schnallt euch bitte nicht. Gott, Steiner. Liliendolz. Und Lilien waren ja schon immer meine Lieblingsblumen. Ich habe es. Nenn mich von nun an... Lilly. Nenn mich von nun an Lilly, Zidane. Was haltet ihr davon? Also ich finde den Namen klasse. Ein absolut edler Name, Lilly. Jetzt müssen wir noch etwas mit deiner Sprechweise machen. Versuch mal doch mal einfach so frei von der Leber weg, wie ich zu plaudern. Nicht immer so vornehm und hochgestochen. Gut. Ich werde mir redlich Mühe geben. Nein, nein. In eurem Fall
wie diesen sagst du zum Beispiel... was würdest du wohl sagen, Vivi? Okay, werde es versuchen. Okay, werde es versuchen. Das ist es, Lilly. Gut, nachdem jetzt alles geklärt ist, wollen wir dann so langsam mal... ...zu den Gänsemarsch hier. So. Müssen jetzt wieder auf der World Map sein eigentlich. Yep. Bevor wir zum Dorf gehen, werden wir erstmal zu diesem Tor hier reisen. Hallen brauchen wir uns nicht. Na, mit Kampf, ohne Kampf? Ohne Kampf, schön. Ein bisschen plaudern. Das, was? Wie schnell? Warte nochmal, ein bisschen plaudern. Das Südentor stellt sozusagen die Grenze zwischen Lindblum und Alexandria dar. Aber es hat auch schon eine andere Funktion. Die Luftschiffe können nur da fliegen, wo es auch Nebel gibt. Mit anderen Worten, sie können nicht besonders in die Höhe steigen. Das heißt, dass das Südentor sowohl für das allgemeine Fußvolk als auch für den Luftverkehr als Grenze fungiert. Warst du überhaupt schon mal auf einem Luftschiff? Bitte durchlassen. Könnt ihr einen Passierschein vorweisen? Wenn nicht, kann ich euch leider nicht durchlassen. Würde es hier gerade was zu arbeiten geben, würden wir ja eine Ausnahme machen. Aber momentan ist nicht viel los. Gebt also auf. Ausruhen? Die alte Vega braucht meistens aber ein bisschen länger, bis sie hier ist. Macht nix. Dann wart mal schön hier. Okay. Kommt die hier? Oder? Bisschen plaudern? Immer dasselbe, ne? Ach! Hallo! Außer für Mary. Tut mir leid, dass ich euch habe warten lassen. Was darf es denn sein? Einkaufen. Na, wir kaufen mal so... 16 Potion. Und ausruhen. Einmal schlafen kostet 100 Gil. Machen wir doch mal. Na cool, das habe ich jetzt auch noch die gemacht. Das habe ich noch nie hier ausgeruht. Danke. Cool. So. Dann gehen wir jetzt mal zum Dorf. Ah, andere Rüstung. Ja, da ist das Dorf. Ah, noch ein Kampf, okay. Ich dachte ohne Kampf, aber naja. Ein Kampf muss sein. Ah, die Gegner, okay. Oh, Hinterhalt. Super. Blitzschwert. Ah, schön. Blitzklinge. Wow. Und... Bam. Guter Schaden. Ah, wir hätten sehen können, was er so hat bei sich. Na, egal. So, ein bisschen Gil bekommen. Auch geil. So. Ob wir jetzt mal hier betreten... So.
Schaut doch mal, eine Windmühle. Vivi, die Pension ist hier drüben. Gehen wir denn jetzt schon schlafen? Ich würde noch so gerne zur Windmühle gehen. Ich weiß, aber wir sollten uns erstmal ein wenig ausruhen. Außerdem müssen wir besprechen, wie es jetzt weitergehen soll. Wie Steiner mal guckt, verdutzt. Hast du den gesehen? Hab ich's. Oho, wen meinen? Meinen Sie uns alle oder einen bestimmten? Hallo? Herr je, bitte verzeiht, seid willkommen. Na na na, ein hübsches Fräulein anstarren geziemt es aber gar nicht. Nein, eigentlich habe ich auch gar nicht die junge Dame, sondern den... Wie dem auch sei, bitte sehr. Zidane? Wessen Zimmer soll ich die Nacht verbringen? Na, im gleichen Zimmer wie wir alle. Aber Zidane, ich habe noch nie mit Männern im gleichen... Das kann ich ja verstehen, aber in so einer kleinen Pension gibt es nun mal keine Einzelzimmer. Also, los, rein mit euch. Oh, das sieht schön aus. Bevor wir schlafen gehen, müsste ich noch eins wissen. Wo wolltest du eigentlich hin, nachdem du das Schloss verlassen hattest? Wären wir nicht abgestürzt, müssten wir doch jetzt schon in... Dann wären wir jetzt schon längst im Nachbarreich Lindblum. Du wolltest das Königreich Alexandria verlassen? Tja, als blinder Passagier wäre es wohl tatsächlich ein Leistes gewesen, über die Grenze zu kommen. Aber jetzt müssen wir uns wohl auf Schusters Rappen das Südentor passieren. Über die Grenze also. Zidane, hör mich an. Es gibt einen äußerst wichtigen Grund, warum ich über die Grenze muss. Den Grund kann ich dir nicht wissen lassen, aber ich muss einfach. Hab schon verstanden. Mach dir keine Sorgen, ich werde dich schon nach Lindblum bringen. Ich habe mir diesen Schwachsinn lange genug angehört. Prinzessin, hört auf mich und schenkt seinen Worten keinen Glauben. Wer weiß, wann dieser Tunisgut euch wieder in große Gefahren stürzt. Erinnert euch doch nur an den verwunschenen Wald. Ich weiß zwar nicht, was vorgefallen ist, aber bitte kehrt mit mir ins Schloss zurück. Dass ich im verwunschenen Wald mit der Rettung von Lily zögerte, war ein Fehler, aber das kommt nie wieder vor. Mein Entschluss steht fest, ich werde Lily auf ihren Weg beschützen. Soll das ein Witz sein? Diese Aufgabe gebührt einzig und allein diesem Steiner. Dann verrat mir doch, wie du ins Schloss zurückkehren willst. Dies zu überlegen gehört auch zu meinen Aufgaben. Meister Vivi. Es war ein anstrengender Tag und er sah schon die ganze Zeit müde aus. Aber weil der Herr Ritter von Klapperhausen ja unbedingt seine Meinung zum Besten geben musste. Was? Lass uns auch ein wenig schlafen. Ja, Steiner hat es hier nicht leicht. Und das war's dann schon mit dem Part. Oh.
Was für eine liebliche Stimme. Wer singt da? Das Lied habe ich vorher noch nie gehört. Diese Stimme klang nach Lilly? Scheinen ja alle schon auf den Beinen zu sein. Dann wollen wir die dreimal suchen. So, erstmal die Truhe hier sneaken. Und das war's dann erstmal. Antidot halt übrigens Gift. Ah, Bibliothek Dali in. Wie werde ich Millionär? Mein Geld und Is. Kohle, Moos und Knete, Band 2. So mitnehmen. Okay. Alles langweilige Schinken. Hey, das ist hier ein Farbenhoroskop. War in Lindblum vor ein paar Jahren absolut in, aber jetzt nicht mehr so der Renner. Farbenhoroskop, einmal Single. Warum nicht? Single also. Pestvogel, ein Tag, an dem wirklich nichts wie geplant vorläuft. Beim Gehen pressen sie sich den Fuß, nach dem Essen bekommen sie Bauchschmerzen, sie verlieren ihnen wichtigen Dinge, sie treffen nur unsympathische Menschen. Das Beste ist, sie bleiben den ganzen Tag im Bett. Die heutige Glücksfarbe ist weiß. Wollt ihr nicht auch einen Stein der Fortuna in eure Glücksfarbe? Wir haben alle Farben auf Lager. Im Theaterviertel Lindblums, gleich neben der Haltestelle der Lufttaxe, halten sie nach einer großen Urausschau. Diesen Ort kenne ich doch irgendwoher. Und damit beende ich den Part. Dankeschön fürs Zugucken, Leute. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer Nau Amagi. Tschüss.